Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um die Wahrheit aus der Bibel. Und es geht um Jehoshua Mashiach. Halleluja. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. So, wir haben heute also ein neues Thema. Aber bevor ich in die Thematik reingehe, möchte ich also mein Herr Jehoshua Mashiach danken. Jehoshua, danke für deine Liebe, für deine Gnade, Herr, und danke für alles, was du in unserem Leben tust. Jehoshua, ich bete, dass du mich also inspiriert, dass du mich führt und deine Worte in meinen Mund legst. Im Namen Jehoshua Mashiach. Amen. So, nochmal willkommen auf diese Sendung, die Stunde der Wahrheit. Ich habe also ein Thema heute, das betrifft die Gemeinde von Jehoshua Mashiach. Ich weiß noch nicht, also wie ich das Thema, welche Titel ich da geben werde, aber das wird sich bestimmt langsam, also bis zum Schluss raus kristallisiert und dann werden wir mal sehen, also was für Titel wieder geben werden. Aber das Thema, also hauptsächlich geht es um die Gemeinde. Ich möchte erstmal sagen, heutzutage sehen wir, da gibt es so verschiedene Gemeinde, verschiedene Namen, verschiedene Ortsgemeinde, Kirchen und. Also es herrscht schon also eine gewisse Verwirrung. Welche Gemeinde muss man besuchen? Welche Kirche, Kirchgemeinde oder kirchliche Versammlung muss man besuchen? Also da sind also die Christen also ziemlich verwirrt. Aber die Frage ist, was sagt uns überhaupt die Bibel über die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Was ist die Kirche? Also vor allem dieser Begriff Kirche findet man sowieso nicht also in der Bibel. Das ist so entstanden. In der Bibel sieht man, wenn man also durch die Bibel geht, da sieht man bloß diesen Begriff Gemeinde, auf Englisch Assembly oder auf Griechisch die Ekklesia. Wir können das also selber zusammen mal prüfen. Ich bin hier auf dieser Seite Bibelserver. Wenn ich also Kirche, so wie das also zum Beispiel in, also ich gebe einen Begriff hier, Kirche zum Beispiel, die Kirche, bitte in der Bibel suchen und steht 0 Treffer. Also dieser Begriff taucht nicht mal in der Bibel. Es ist mit der Zeit also so entstanden und man spricht also von Kirchengebäude, Kirchengemeinde und. Aber in der Bibel findet man hauptsächlich die Gemeinde, die Ekklesia. Also, was bedeutet überhaupt also Ekklesia? Oder was sagt uns die Bibel überhaupt also über die Ekklesia? Ich möchte direkt in Matthäus Kapitel 16, das ist die Luther-Version, vielleicht können wir noch eine zusätzliche Version nehmen, Elberfelder vielleicht, ja, dazu. Dann haben wir also zwei Versionen da. In Matthäus 16 lesen wir ab Bekenntnis also von Bekenntnis des Petrus. Das ist also eine interessante Geschichte. So, dann fangen wir an. Hier ab 13. Als aber Jesus in die Gemeinde von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Es gibt schon also eine ich hatte schon mal also eine Lehre über diese Verse auch gemacht, also was
Was sagen die Menschen, wer Jehoshua ist? Also Vers 14, sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, glückselig bist du, Simon, Bar Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also ich höre hier auf. Vers 18. Also zwischen 13 und 18, da gibt es so viele Sachen zu lernen, zu entdecken. Also es ist so reich, also mit Begriffe und so weiter. Aber ich möchte mich also heute nur auf den Vers 18 konzentrieren. Jehoshua sagt hier ganz klar, du bist Petrus, normalerweise das ist, du bist Petrus auf diesem Fels, also Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Aber das können wir nächstes Mal in eine andere Lehre durchgehen. Ich möchte hauptsächlich auf diese genau das. Das möchte ich also sehen. Dass wir das zusammen mal sehen. Hier steht, werde ich meine Gemeinde bauen. Also Jehoshua, Jesus Christus, sagt ihr, ich werde meine Gemeinde bauen. Also er sagt, seine Gemeinde. Und wenn man also genau auf diese Begriff Gemeinde geht, also hier steht, da steht Versammlung. Also, was lernen wir überhaupt hier? Wenn Jesus sagt, wenn Jehoshua sagt, ich baue meine Gemeinde, das heißt, es gibt andere Gemeinde. Also, seine Gemeinde ist anders als die Gemeinde von anderen Menschen oder von, weiß ich nicht. Also, es gibt seine Gemeinde und andere Gemeinde. Also, was wir heutzutage sehen, es gibt Gemeinde von Jehoshua und andere Gemeinde. Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Weil wenn man das also nicht versteht, dann denkt man, also geht man das auf den Punkt, denkt man, okay, alle Gemeinde, alle sogenannte christliche Gemeinde sind von Jehoshua Mashiach. Aber nein, er sagt, meine Gemeinde. Also der Punkt ist, wie ist überhaupt seine Gemeinde? Halleluja, das ist sehr wichtig. Wenn man das also nicht versteht, dann denkt man also, alle christliche Versammlungen wurden von Jehoshua gebaut. Aber das ist nicht der Fall. Und er sagt ganz klar, ich werde meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Halleluja. Das ist also so, diese Gemeinde kann nicht, also das kann nicht überwältigt werden. Also von Hades. Und Hades, wir wissen, also Hades, das ist, was steht hier? Totenreich, nennt man das. Also Hades ist also der Totenreich. Und, oder man spricht also von Hölle, oder, aber wer herrscht dort? Das ist der Teufel, das ist der Feind. Das heißt also, diese Gemeinde, die Gemeinde von Jehoshua Mashiach, kann nicht von Feind, von dem Feind, also von Totenreich, von Dunkelheit, also von Böse überwältigt werden. Nein. Sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Das müssen wir verstehen. Also, Jehoshua sagt, er baut seine Gemeinde.
Also ich möchte gerne, also dass wir diesen Begriff Gemeinde überhaupt, also Gemeinde mal prüfen. Ich gehe mal also auf eine andere Bibel. Das ist die BJC, also ein Teil ist also auf Französisch und die andere Seite auf Deutsch. Also wenn wir die rechte Seite hier sehen, das ist auf Deutsch, aber das ist die Luther-Version. Also Matthäus 16, Vers 18. Also das ist Vers 18. Ich mag gerne also diese Bibel, weil hier kann man auf der rechten Seite genau die Begriffe klicken und dann die genau Bedeutungen auf Griechisch sehen. Also hier steht, und ich sage dir, oh, du bist Petrus, auf diesen Felsen, wenn man also auf Felsen hier geht, das ist Petra. Es ist also ein Felsen, Petra, aber und dann Petrus hier, das ist Petros, also ein Rock, also ein kleiner Stein. Petrus, also ein kleiner Stein und Felsen, also Petra, ein großes, das war so ein Spielwort hier, aber das ist nicht, also was wir, das ist nicht das Thema heute. Wichtig, also dass wir hier sehen, er sagt ganz klar, seine Gemeinde, er baut seine Gemeinde. Und dieser Begriff Gemeinde, wenn man also drauf geht, das liest man, Gemeinde hier ist die Ekklesia. Und die Ekklesia ist eine Versammlung von Menschen. Wenn man also weitergeht und genau diese Begriff versucht mal zu verstehen, also Ek, dieser Präfix, Ek bedeutet heraus oder aus. Heraus und dann der Begriff, also Ekklesia, also diese Begriffe Ekklesia sind, was heißt das noch? Ich muss das noch, Ekklesia, das ist sowas wie, ja, gerufen oder berufen oder rufen. Also das heißt, Ek bedeutet heraus und Klesia rufen oder berufen oder gerufen, herausgerufen. Das sind Menschen, die aus einem bestimmten Ort berufen wurden, herausberuft wurden. Halleluja. Das bedeutet also, die Gemeinde Jehoshua Mashiach, die Ekklesia von Jehoshua Mashiach, ist also eine Versammlung von Menschen, die aus einem bestimmten Ort, also aus etwas berufen wurden. Halleluja. Und deswegen, also wenn Jehoshua Mashiach sagt, ich baue meine Gemeinde, das heißt in seine Gemeinde, in diese Gemeinde ist Jehoshua Mashiach, Jesus Christus, der Chef, der Boss, der Meister. Er baut seine Gemeinde. Aber heute die andere Gemeinde, die Gemeinde, die nicht von Jehoshua sind, die werden also von Menschen gebaut. Und dort, was passiert? Dort herrschen die Traditionen von Menschen, die Lehre von Menschen. Aber in der Gemeinde von Jehoshua Mashiach herrschen seine Lehre, wie sagt man das? Seine Sinnung, seine Art und Weise, wie er die Sachen sieht, also wie seine Lehre einfach. Nicht die Lehre von anderen Menschen. Könnt ihr euch erinnern, also ich glaube in Matthäus 15, Josua sagte sogar, warum befolgen also die Menschen die Lehre von Menschen anstatt die Lehre, also die Gebote des Herrn? Es ist einfach, weil die Gemeinde von Josua Maschia ist auf sein Wort, hat Josua Maschia als Herr, als Meister, als Boss, als Chef, als Gott. Aber in der Gemeinde, also in andere Gemeinden, die nicht mit Josua zu tun haben, dort herrschen Traditionen von Menschen, Lehre von Menschen. Und die Menschen sind dort als Chef, als Boss, als Papst und so weiter. Seht ihr, da sieht man sofort also dieser Unterschied. Was die Gemeinde Joshua Maschia ist und wie die Gemeinde der Menschen, die Gemeinde Menschen sind. Also diese Gemeinde, die Ekklesia, heißt einfach herausgerufen.
Herausgerufen von was? Aus dieser Welt, die Sünde. Weil die Bibel sagt ganz klar, alle, die ihn angenommen haben, alle, die an sein Wort geglaubt haben, wir können das also lesen, das ist in Johannes Kapitel 1. Ich gehe mal also die hier, Johannes Kapitel 1. Ach, oh, Halleluja, das Wort ist wunderbar. So, Johannes 1, also hier, ich gehe mal also Elberfelder, Johannes Kapitel 1, also ab Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen die an seinen Namen glauben. Halleluja, das heißt also, die Gemeinde Jehoshua Mashiach glaubt an seinen Namen und ihn aufgenommen haben. Das sind die Leute, die Jehoshua Mashiach aufgenommen haben, sein Wort angenommen haben. Diese Leute gehören zu seiner Gemeinde. Aber es gibt Gemeinde heutzutage, die nehmen die Worte von anderen Menschen. Die folgen die Traditionen von anderen Menschen. Und diese Gemeinden gehören nicht zu Jehoshua Mashiach. Kein Wunder, dass wir heutzutage sehen, wir haben so viele Namen. Katholik, Baptist, Pfingsten und so viele Namen. Aber Jehoshua Mashiach sagt in Matthäus, lesen wir mal, Matthäus Kapitel 18, glaube ich schon. Matthäus Kapitel 18, ich glaube also Vers 19, Halleluja, Joshua, genau, in Vers 19 sagt er, ach, das springt immer so, Vers 19 sagt er, vielleicht kann man das also festlegen, genau, so, Vers 19, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Also Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Halleluja. Also das heißt, die Gemeinde Jehoshua Mashiach versammelt sich im Namen, in seinen Namen, nicht von anderen Namen. Es gibt Leute, die treffen sich im Namen der katholischen Kirche. Die treffen sich im Namen der Baptistengemeinde. Die treffen sich im Namen von Pfingsten, von irgendwelchen Licht und Brot. Namen habt ihr nicht gesehen? Also da gibt es also so viele Namen. So viele. Und wenn man sich nicht also mit irgendwelchen Namen bekennt, dann will man sich nicht also treffen. Hallo, ich bin ein Christ. Ah, du bist ein Christ, okay. Welche Kirche gehst du? Ich gehe in die katholische Kirche. Ups, ah ja, ich gehe in die Baptistkirche. Ah ja, wir können uns nicht versammeln, also weil wir sowieso bei uns, wir treffen uns also im Namen der katholischen Kirche. Ja, wir treffen uns im Namen der Baptistkirche. Ja, dann wir können keine Gemeinschaft haben, weil wir nichts zusammen haben. Wisst ihr, also Gemeinschaft heißt also etwas zusammen haben. Das ist Gemeinschaft. Keine Gemeinschaft, weil wir aus verschiedenen Namen kommen. Und diese Namen, die verhindern einfach, dass wir eine Gemeinde sein können. Aber die Gemeinde Jehoshua Mashiach trifft sich in seinen Namen, nicht die Namen von Menschen, weil Katholik, Baptist und alle diese Namen da, die kommen also von Menschen. Das ist ja genau, was der Herr Jehoshua Mashiach sagte. Warum befolgt ihr also die Traditionen von Menschen, statt das Wort des Herrn, also die Gebote des Herrn zu folgen? Kein Wunder, dass wir heute so viele Mauern zwischen die Menschen, zwischen die sogenannten Christen, also in Anführungszeichen, also gibt. Das ist, aber Jehoshua sagt, er holt seine Gemeinde. Diese Gemeinde ist voll mit Menschen aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Orten, aus verschiedenen Rassen.
und, verschiedene Sprachen und so weiter. Aber das Einzige, also der Einzige, der diese Menschen verbindet, ist der Meister Yeshua Mashiach, der Name Yeshua Mashiach, die Lehre von Yeshua Mashiach. Er hat also diese Menschen herausgeholt aus der Sünde. Diese Menschen haben sein Wort genommen. Diese Menschen folgen dem Meister. Halleluja. Liebe Geschwister, wir sind in einer Zeit, wo also die ganze Welt, also alles, die Ereignisse, also alles, was wir da erleben, diese Dinge zeigen uns ganz klar, dass wir eine Reformation, also eine Reform brauchen. Wie wir die Gemeinde damals, also früher verstanden haben, wir müssten uns reformieren, wir müssten unsere Gesinnung erneuern, weil unser Verständnis, also von der Gemeinde, hat uns also verblendet, hat uns also so abgehalten, aufgehalten, also die Menschen wirklich zu lieben, miteinander Gemeinschaft zu haben. Wegen alle diese Namen, alle diese falsche Lehre und. Es gibt sogar Pastoren, die sagen, ja, der Herr hat mich also diese Vision gegeben, das ist meine Gemeinde. Ich habe diese Gemeinde gebaut. Okay, wenn das deine Gemeinde ist, dann bleib mit deiner Gemeinde. Ich möchte die Gemeinde von Yeshua Mashiach. Ich möchte in diese Gemeinde sein. Liebe Geschwister, die Gemeinde von Yeshua Mashiach ist kein Gebäude. Die Gemeinde von Yeshua Mashiach ist nicht statisch, wie sagt man das, also statik, in einem bestimmten Ort. Nein, die Gemeinde Yeshua Mashiach bewegt sich. Das sind Menschen, die sich versammelt irgendwo, zwei, drei, vier, fünf, egal wie viel, aber im Namen von Yeshua Mashiach. Wie kann es sein, also, dass die Leute sich also treffen und glauben nicht mal, also, dass die Sünde ist? Und glauben nicht mal, also, dass Yeshua Mashiach Gott ist? In der Gemeinde der Menschen herrschen die Menschen. Die Menschen sind die Herrscher dort. Die Menschen sind die Meister dort. Habt ihr nicht gesehen, wo in dieser Gemeinde, wo die Pastoren, also die Bosse sind, die Chefs sind? Die Leute also knien sich also vor diese Pastoren. Der Pfarrer ist sowas wie ein kleiner Gott. Er kriegt mehr Respekt also als andere. Und die Leute, die verehren also diese sogenannte Pastoren und sowas. Das ist die Gemeinde von Menschen, nicht die Gemeinde von Joshua Maschia. Die Ehre gebührt nur Joshua. Nur er bekommt also diese Ehre. Halleluja. Aber in diese Gemeinde von Menschen, wo die Menschen herrschen, das ist wie zum Beispiel die Gemeinde von Laodicea. Menschen, wo die Menschen herrschen, dort. Ah, es gibt also so viel zu sagen, also über die Gemeinde Yeshua Mashiach. Es gibt so viel. Ich kann euch also sogar ein Beispiel zeigen, also wo es gibt also Gemeinde von Joshua und die Gemeinde, also die Ekklesia sogar, die Ekklesia von Joshua Maschia und die Ekklesia von Menschen. In Apostelgeschichte, ich gehe mal also in Apostelgeschichte, Kapitel, es gibt so viel zu sagen, ja, Joshua Maschia, es gibt so viel zu sagen. In Apostelgeschichte Kapitel 19, wo ist das Kapitel, Vers 32, glaube schon. Genau, das ist die Geschichte, wo die Leute sich also versammelt hatten und wollten Paulus also steinigen und. Und da steht in Vers 32, es ist so interessant. In Matthäus also 16, Vers 18 haben wir gesehen, wo Jeschua sagte, ich baue meine Gemeinde. Und dieser Begriff Gemeinde, es ist Ekklesia. Und
Hier steht, etliche schrien, so etliche ein anderes. Und die Gemeinde war ihre. Und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Da gibt es so viel zu lernen und ich finde das so schön. Gehen wir mal also auf diesen Begriff Gemeinde. Wenn, also Gemeinde hier, da steht auch Ekklesia. Genau dieser gleiche Begriff, also wie in Matthäus 16, Vers 18. Hier steht auch Ekklesia. Aber diese Ekklesia hatte nicht mit der Ekklesia von Jehoshua Mashiach zu tun. Und was hat also diese Ekklesia geprägt? Also da steht, dass diese Gemeinde war ihre. Und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Also diese Gemeinde, die Leute, die sich da versammelt hatten, diese Ekklesia, diese Versammlung, also von Menschen, diese Ekklesia wusste überhaupt nicht, warum sie sich getroffen hatten. Warum sind sie zusammengekommen? Aber die Ekklesia von Jehoshua Mashiach, die Gemeinde von Jehoshua Mashiach weiß warum. Diese Menschen, die Ekklesia von Jehoshua Mashiach, die treffen sich im Namen Jehoshua Mashiach. Die wollen Jehoshua ehren. Die wollen und. Der Herr, einfach unser Herr, loben, preisen. Die wollen für ihn leben. Halleluja. Aber es gibt viele Gemeinden hier, die nicht mit Jehoshua zu tun haben. Und in solcher Gemeinde findet man Leute, die nicht mal Christ sind. Lieber Geschwister, ich sage euch, also es gibt viele, die keine Christ sind. Die sind in eine Gruppe reingekommen und haben also eine Karte, bla bla bla, zahlen die Steuer und so weiter. Aber das ist nicht die Gemeinde von Jehoshua Mashiach. Die Gemeinde, die Ekklesia Jehoshua Mashiach, weiß genau, worum es geht. Warum treffen sie sich? Deswegen sagte Jehoshua, da wo zwei oder drei sich in meinen Namen versammelt. Hier sehen wir also, dass die Leute sich versammelt hatten, aber die wussten überhaupt nicht, warum sie zusammengekommen waren. Die wussten nicht. Warum gibt es also Leute, die folgen einfach so, folgen die Menschen. Das ist also, was die Bibel sagt. Es gibt Leute, die folgen einfach die Menschen. Der Pastor ist also der Chef. Wenn ein Pastor sagt, also links oder rechts, die Leute folgen. Statt unser Meister zu folgen. Habt ihr nicht gesehen, also diese Gemeinde, diese sogenannte Ekklesia in Südafrika, wo der Pastor sagte, ja, die Leute waren so irgendwie verrückt und sind rausgegangen, haben angefangen, also Gras zu essen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, also wie in Amerika, also diese sogenannte christliches Land, ein Mann, ein Mensch, also so gefolgt hat, also habt ihr nicht gesehen? Sogar als die Menschen, also die Leute in Amerika in dieser Präsidentenwahl, habt ihr gesehen, wie sie diese sogenannte Präsident so verehrt haben, statt Jehoshua Mashiach zu folgen? Sind in Kapitol rein und zack und aggressiv und erstaunlicherweise, die sind reingegangen und haben dort sogar gebetet. Im Namen, die haben gebetet. Aber das sind nicht die Werke Jehoshua Mashiach. Das ist nicht. Liebe Geschwister, es gibt die Gemeinde von Menschen. Die Gemeinde von Menschen, die Menschen folgen die Lehre von Menschen. Sind bereit für diese Menschen zu sterben. Im Namen von bla bla bla. Aber sind nicht bereit, im Namen von Jehoshua Mashiach zu sterben. Oh Herr. Also, ja, ich sagte am Anfang, was ich da über die Gemeinde sagen werde, aber am Ende sehe ich, also Titel werde ich also bestimmt sagen, also die Gemeinde von Jehoshua gegen die Gemeinde von Menschen. Also nochmal. Die Gemeinde von Jehoshua Mashiach, Jehoshua ist der Boss.
Joshua ist der Chef, Joshua ist der Meister, Joshua ist Gott. Aber in der Ekklesia von Menschen, da wo der Teufel herrscht, mit falschen Lehre und. Dort haben sie bestimmte Kleidungen, bestimmte Tagen, wo sie anbeten müssen, bestimmte Orten, wo sie sich treffen, bestimmt alles, also alles so statisch, nicht mal also mit dem, und noch, das Schlimmste noch, die Sünde herrschte so, so stark in solche, also in Gemeinde von Menschen. Die Lehre von Joshua Mashiach wird so gemischt mit Traditionen von Menschen. Wir müssen zurückkommen. Zurück zu Wort. Zurück zu Joshua Mashiach. Wir, also wenn du weißt, dass du nicht zu seiner Gemeinde gehört, dass du die ganze Zeit nur Menschen gefolgt hattest, obwohl du Name Joshua, Jesus sagten, aber in deinen Handlungen hast du deine Denomination, deine Kirche, deine christliche Gemeinschaft, also gedient statt Joshua Mashiach, dann musst du Buße tun. Wir müssen alle zu Joshua. Johannes der Täufer sagte, das ist das Lamm Gottes. Dieses, das Lamm Gottes. Bitte folgt mir nicht mehr. Folgt dem da. Der da, er nimmt, also das ist das Lamm, das Opferlamm, das nimmt also die Sünde weg. Folgt ihm. Das ist genau, was wir tun müssen. Sogar für alle, die predigen, alle, die das Wort geben, wir müssen immer auf Joshua, also Joshua zeigen. Das, die Menschen, die Leute sagen, bitte folgt Joshua Mashiach, nicht die Menschen. Sonst wird das also Götzendienst. Meine Güte, diese sogenannten Pastoren, Pfarrer, Bischöfe und, die werden so verehrt. Götzendienst. Statt Joshua Mashiach zu folgen, die folgen ihrer Gemeinde, ihrer Kirche, sind bereit dafür zu sterben. Geboren als Katholik, sterbe ich als Katholik. Habt ihr das schon mal gehört? Niemand wird uns unsere Maria wegnehmen. Habt ihr das schon mal gehört? Wahnsinn. Aber wer ist überhaupt also für die Gemeinde gestorben? Das ist Joshua Mashiach. Zurück zu Joshua. Zurück zum Herrn. Zurück zu seinem Wort. Er sagt, ich hole meine Gemeinde. Er wird seine Gemeinde holen. Also wenn du nicht, wenn du Joshua Mashiach nicht als Boss, als Chef, als Gott, als Meister, als Herr hast, dann kehrt bitte zurück. Vergiss diese Versammlungen und noch ein Punkt. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn das Wichtigste ist. Habt ihr gesehen, also wie die Kirchengebäude also geschlossen wurden und plötzlich konnten die Menschen sich nicht mehr versammeln? Aber es gibt also eine Versammlung. Es gibt die Versammlung im Geist, die Versammlung mit Joshua Mashiach. Weil seine Leute, seine Gemeinde, seine Ekklesia sind von Mensch aus Menschen auf der ganzen Welt, überall verteilt, verschiedene Nationen, verschiedene Rassen, verschiedene Sprachen und. Aber die Menschen, die vom Herzen verändert wurden, die Menschen, die Joshua Mashiach angenommen haben, die Menschen, die wissen, warum sie sich versammeln, die Menschen, die sich im Namen Joshua Mashiach versammeln. Halleluja. Ich danke meinem Herrn Joshua Mashiach für diese Zeit und mein Gebet ist, dass wir alle zurück zum Wort kommen.
zurück zu Yeshua Mashiach. Herr, segne uns alle in seinem Namen. Amen.